Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Culling mit Kundra. Schönen guten Tag. Naja, das ist ja schon lange vorbei. Ich habe direkt eine rote Kiste hier. Und relativ nah in der Mitte. Also, wenn wir die nicht schnell öffnen, wird die auf jeden Fall öffnen. Dafür ist die zu offensichtlich. Ich habe Menschen gefunden. In deine Richtung ist ja nichts. Wobei, ein bisschen zur Seite weg. Also ich hätte schon mal einen 10% Damage Buff ohne Kill. Nee, Explosive Runs, aber das kann auch nicht schaden. Schon mal direkt einen töten. Gefunden. Haben aber halt T2, ne? Ja. Dann wahrscheinlich. Kommen wir sofort zu dir. Der ist hier direkt bei mir! Komme. Scheiße, das habe ich zu spät gesehen! Ich bin aber auch gleich da. Ich kann ihn abhalten davon. Er ist direkt rausgegangen, als ich ihn abgebrochen habe aus dem Game. Nee, er ist doch wieder da. Er will zur Kiste. Also ich habe seine Waffe schon mal. Schön. Stab ihn. Weiter. Da kommt noch was. Mitte. Ist schon da. Schön. Schitte. Der andere halt sich. Dann hauen wir den. Egal. Hau auf ihn. Schön. Das ist halt dumm. Der ist da oben. Na gut. Links. Da rüber gesprungen, Kunan. Kam nicht dran. Wo ist er? Ach ja. Kannst du was werfen? Er hat 1 HP. Oh, jetzt hab ich dich nochmal gehört. Okay. Jetzt hab ich halt alles verloren. Also, weil ich alles einfach geworfen hatte. Du hast noch eine Waffe, ja? Ich hab einen T2-Speer, ja. Okay, ich hab eine Crowbar. Wir haben jetzt eine Bandage, jetzt fehlt mir halt mein Bogen. Ich hab auch mal eben eine Bandage. Ja, er hätte seinen Kumpel da wieder nicht alleine lassen dürfen. Ja. Du kannst nicht 2 gegen 1 kämpfen lassen, das geht ruckzuck. Der hat uns jetzt halt auch einfach nur ein bisschen Zeit gekostet, das war alles. Deswegen soll er sich da ruhig heilen. Das sind 5 oder wie viel sind das? 5 Sekunden? Ja, 5. Der hat einen Rucksack. Ja, du hast hier einen Mantrager. Mach mal Mantrager, ja. Wieder zurück. Richtung FPS. Sicher? Ja. Also der nächste Trackbare ist Richtung FPS. Da hinten sehe ich ihn sogar. Oh, scheiße. Jetzt habe ich kurz bevor mein Pfeil fertig war abgebrochen. Hier sind 2. Da ist einer, den habe ich nicht getrackt. Links. Ja. Da, close. Wurde gebackstabbt und ich sehe immer noch nichts. Komm, der eine muss da down. Ich bin gebackstabbt. Dann du bist down gleich. Fuck it. Ich hab den. Ja, dann ist bei mir. Kann ich mich heilen? Ja. Ich kann mich nicht heilen. Er ist 1 AP, komm. Wo ist das Medkit? Wo ist das Medkit? Okay. Ich glaube, ich unterschätze das Pfefferspray. Das ist schon ziemlich hart. Ja. War das schon ein Rucksack, oder?
Nee, aber alles gut. Oh, scheiße. Wohin? Richtung Airport. Okay, warte. Wenn wir eh Richtung Airport gehen, hier war ein rotes Fass. Irgendwo, als ich auf die zugerannt bin, war ein rotes Fass da. Hier ist noch ein Airdrop direkt neben uns. Ah, egal. Ist noch nicht Mid-Match. Ist immer noch T2. Ist immer noch T2. Oder halt Utility. Zack. Rotes Fass war Water. Oder Kiste. Ja. So, Graf Zahl, den haben wir schon. Zwei Teams, drei Teams noch. Und alle ohne Kills. Jo. Muscle Man nehme ich mit. Stimmt, hier haben wir, bei dem hatten wir gar nicht mehr geguckt. Ja gut, der eine hat seinen Airdrop ja gar nicht erst bekommen. Ja, ja, da habe ich ja den Speer rausgenommen. Und da war sogar ein Hemoblast drin, den ich noch genommen habe. Oh, das ist gut. Okay. Die war hier. Komm. Bowie. Ja. Okay. Willst du dann lieber... Nee, ist das egal? Ich nehme mal die lieber mit. Nee, die macht weniger Schaden. Richtung Brücke. Oh, da kommt Gas her. Ja, es könnte der Sender Killswitch gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob der ready ist. Es gab auf jeden Fall einen. Ich sehe sonst keinen Gas. Also, die nächsten sind auf jeden Fall in die Richtung, laut Tracker. Aber vielleicht sind die auch wieder untrackbar. Nee, hier ist auch über Gas. Das wird der Sender Killswitch gewesen sein. Das heißt, es muss aber in der Mitte sein. Ne, hier 70 Meter vor uns ist aber der erste. Da läuft er gerade rein. Der kann ja gar nicht rein. Der ist Ende, Alter. Der ist auch schon wieder raus. Hey, du mal. Nein, das lässt du sein. Jetzt deiner. Hey, hey, hey. Okay, nur ein Rucksack für dich. Jetzt haben wir euch nicht. Jetzt ist einer in der Mitte. Okay. So, jetzt brauche ich noch einen für eine Body Armor, bitte. Du brauchst auch noch einen Kill, glaube ich, für den dritten guten Buff. Ja, was war das nochmal? 10% mehr Schaden. Moment, was? Wo fängt dann 10% mehr Leben, Ausdauer, Schaden? Run Speed. Und dann kommt Dig D. Das ist auch noch nice eigentlich. Also 5-3 ist die optimale auch. Aber dann ist eigentlich auch schon vorbei. In der Mitte. Ja. Der jetzt schon keine Ausdauer noch einer, mehr. Übrigens. Gar nicht. Einer ist hinter dir ohne Ausdauer. Einer der ganz schlecht. Holy shit. Du bist noch frisch? Nee, also, ja. Hatte da einer einen Rucksack? Achso, nee, ich glaube nicht. Gibt's doch nicht, Bandage oder was willst du? Ja, ich brauche eine Bandage. Hier ist ein Stock liegt da. Hier sind auch nochmal dann. So, du hast deinen Dig Deep und ich habe meinen 10% mehr Schaden. Ja, jetzt haben wir beides. Der hat irgendwie, obwohl ich ihn geschlagen habe, konnte er sein C4 durchbringen. Damit hat er sich dann prinzipiell selbst gekillt. Okay, ganz cleanes Finale. Die sind Richtung... Ne, wir gucken jetzt einmal kurz ins Dingens, was wir noch hier mitnehmen können. Unabhängig davon, was da drin ist, rufe ich meinen Airdrop, zur Not kannst du den haben. Ich habe ja schon T3. Aber mach ruhig, wenn du da machst, mach eben. Ja, vielleicht bekommen wir noch eine gute Spritze. Wegen der Body Armor, sonst hätte ich die gecraftet. Richtig, ja. Compound-Bogen. Hast du einen Bogen? Ja, da, nur gecraftet und das reicht eigentlich. Ach ja, komm. Jetzt gehen wir erstmal drauf. Ohne. Deinen hab ich. Ich hab meinen und ich hab deinen. Lügner. Ich hab auf deinen aber auch geschossen in dem Moment. Quatsch, da kein Pfeil hingeflogen. Im exakt selben Moment habe ich da drauf geschossen.
Meine hat deinen im Flug abgefangen und dann noch deinen Airdrop geholt. So, Body Armor. Explosive Runs. Ich werf meinen Melter mal weg, falls die keinen T3 haben. So, eigentlich hätte ich dir den Hemoblast geben sollen, aber ich wollte nur 130 Leben haben. Du hast nochmal einen Hemoblast gehabt. Das können wir auch so. Du hast ja die Dieb. Stimmt, du hast die Dieb. Eigentlich hätten wir auch in der Mitte gucken können, ob da ein Rack im Boden ist. Lol, ich hab mich teleportiert. Bei dir auch? Nö, bei mir bist du ganz normal gelaufen. Alter, wo ist... Ist hier ein Gascontainer? Ja, hier ist ein Gascontainer. Oh, Gas, schnell Gas anmachen. Müssen die durch. Die sind rechts oben. Die kommen da außen rum. Ja, 80 Meter. Wodurch gehst du? Durchs Haus? Ich geh durchs Haus gerade durch, ja. Oh, hier wäre eine Impact. Wir müssen da komplett hoch. Da ist eine Impact. Oh, den nehme ich noch mit. Oh. Geh da rein eben. Kommen die jetzt? Kommst du hier raus, dann gehen wir den Weg hoch. Die sind oben. So, gleich zu dich. Einer ist hinter dir, einer ist vor dir. Einer kommt hinter dir mit einem Aufladenschlag. Okay, hab ich. Du hast mir Schaden gemacht. Ich hab nur noch 107 Leben. Ich hatte eigentlich gehofft, beide mit der selben Granate zu töten. Schön, schön. Wie viel hast du? 3. Wieso konntest du dich noch drehen? Escape drücken. Ah, okay. Ich hatte 7 Kills. Da haben wir 10 Leute umgehauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Kunden vorbei, lasst ein Like. Da wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Haut rein.